zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1828 über die Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG. Es liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Dr. Thorsten Lieb für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute abschließend die Umsetzung der EU-Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, kurz das Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz. Was technisch klingt, ist in der Tat ein zentrales europäisches Anliegen, um die Rechtsdurchsetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Fällen mangelhafter Leistungen bei Kollektivfällen zu erleichtern und damit gleichzeitig die Justiz zu entlasten. Ich glaube, das ist ein wichtiges rechtspolitisches Signal, eigentlich eine rechtspolitische Win-Win-Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Umsetzung der Richtlinie schaffen wir die Möglichkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher bei gleichartigen Ansprüchen wegen mangelhafter Leistungen, typischer Fall ist der Diesel, die Dieselprozesse, ihre Ansprüche über einen anerkannten Verband durch und umzusetzen. Der bekannteste Anwendungsfall ist, wie gesagt, sind die Dieselklagen. Das hat 2018 zur Musterfeststellungsklage geführt. Und der wesentliche Unterschied, deswegen gibt es ja diesen Änderungsbedarf, deswegen beraten wir heute, war, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Musterfeststellungsklage zunächst gemeinschaftlich einen Mangel richtig feststellen lassen konnten und im zweiten Schritt dann ihre Interessen individuell durchsetzen mussten. Genau an diesem Punkt setzt die Richtlinie an. Nach der Richtlinie heißt es jetzt, Verbände haben die Möglichkeit, im eigenen Namen die Zuwiderhandlung vor Gericht zu bringen und im zweiten Schritt durch Abhilfeklagen die Verbraucherrechte dann gleich auch unmittelbar durchzusetzen. Derartige Formen von kollektiven Abhilfeklagen kannte das europäische, kannte das deutsche Recht nicht. Und das ist das wichtige Signal für die Zukunft, Verfahrensvereinfachung in diesem Bereich. Anhand von drei Punkten insbesondere können wir zeigen, deutlich machen, welchen klugen, abgewogenen Kompromiss wir hier als Koalition diese Richtlinie umsetzen. Wir haben uns erstens für ein Modell der eingeschränkten und transparenten Finanzierung durch Dritte entschieden. Wir begrenzen die Möglichkeit der Drittfinanzierung auf 10% der Gewinnabschöpfung. Damit verhindern wir, dass hier ein neues Geschäftsmodell unter dem Blickwinkel von Geschäftsmodellen das umgesetzt wird. Und die vorgesehene Offenlegung der Mittel sorgt dafür, dass wir eine höhere Transparenz und eine höhere Chancengleichheit der Parteien in diesem Verfahren haben. Das ist die erste wichtige Botschaft der Umsetzung. Zweitens wird die Verjährung nur für die angemeldeten, für die tatsächlich angemeldeten Ansprüche gehemmt. Nicht angemeldete Ansprüche verjähren damit ganz gewöhnlich. Damit, durch die Anwendung dieser Verjährungshemmung und eine klare Regelung zum spätestmöglichen Zeitpunkt der Einbringung der Anmeldung zu dem Verfahren, nämlich 3 Wochen nach der mündlichen Verhandlung, wahren wir einerseits die Rechte der Verbraucher, schaffen die Möglichkeit, dass man noch unter dem Eindruck der Hinweise des Gerichts entscheiden kann, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei, sorgen aber auch auf der anderen Seite für Rechtssicherheit der und dem Verfahren beteiligten Unternehmen. Keine Rosinenpickerei, aber ein klares Konzept, ein klares Verfahren, wie man sich an diesen Klagen beteiligen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittens werden kleine Unternehmen, und zwar genau nur diese, Verbraucherinnen und Verbraucher im Bereich der Umsetzung der Richtlinie gleichgestellt. Durch die Aufnahme dieser kleinen Unternehmen, das sind Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, deren Jahresumsatz oder deren Jahresbilanz weniger als 10 Millionen Euro beträgt, die halten wir für schutzwürdig. Und deswegen sind diese Unternehmen auch in diese Richtlinie, in die Umsetzung integriert. Die können sich an entsprechenden Verfahren beteiligen. Auch das ein wichtiges Signal an die kleinen Unternehmen in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich gegen Ende abschließend wenige Punkte noch mal festhalten. Wir haben miteinander hier in intensiver Diskussion einen klugen und ausgewogenen Weg gefunden, die Richtlinie in deutsches Recht vernünftig umzusetzen.
in der Balance zwischen der Entlastung der Justiz einerseits und der notwendigen Balance zwischen Rechtssicherheit und Waffengleichheit der Parteien. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für den Rechtsstandort Deutschland, den wir hier machen. Der vorliegende Entwurf zeigt unseren Gestaltungswillen als Ampelkoalition. Wird ja die Woche im Besonderen bestritten, aber hier wird es mal deutlich, dass wir Dinge umsetzen, intensiv zusammenarbeiten und zu klugen Lösungen kommen. Den Umsetzungsspielraum der Richtlinie haben wir entsprechend abgewogen und ausgewogen ausgenutzt und legen hier heute den Entwurf zur finalen Abstimmung und Beschlussfassung vor. Wir empfehlen, wir bitten um Zustimmung zu der Beschlussempfehlung und zum Entschließungsantrag der Koalition. Das ist ein guter Tag für den Rechtsstandort Deutschland, ein guter Tag für die Effektivierung der Justiz und ein guter Tag für Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Martin Blum für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich musste letzte Woche ja schon ein bisschen schmunzeln, als ich die Pressemitteilung der Ampel zur Einigung zum Verbandsklagengesetz gelesen habe. Meilenstein für den Verbraucherschutz, Game Changer für die Justiz, großer Schritt für mehr Gerechtigkeit. Ganz schön dick aufgetragen. Und wenn man in das Gesetz blickt, dann merkt man ziemlich schnell, Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei der Ampel mal wieder meilenweit auseinander. Aber fangen wir an der Stelle einfach mal mit was Erfreulichem an. Endlich bekommen die Verbraucher mit der Abhilfeklage ein neues Instrument an die Hand, mit dem sie ihre Rechte künftig gemeinsam und unmittelbar durchsetzen können. Lange haben sie darauf gewartet, zu lange. Die Umsetzungsfrist für die Verbandsklagenrichtlinie ist bereits im letzten Dezember abgelaufen. Auch die Anwendungsfrist ist inzwischen verstrichen. Und die Verbraucher müssen immer noch warten. Erst im Herbst wird das Gesetz in Kraft treten, weil die Ampel in den letzten Wochen reihenweise ihre eigenen Zeitpläne über Bord geworfen hat und das Gesetz nicht mehr vor der Sommerpause in den Bundesrat bekommt. Die Uhr für ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren tickt damit unaufhörlich. Kein Einzelfall. Das zeigt ein Blick in den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024. 35 Millionen Euro veranschlagt das Bundesministerium der Justiz dort für Strafzahlungen an die Europäische Union. Ein Verfassungsministerium, das den Rechtsbruch in seinem Haushalt einpreist. Bemerkenswert. Und man muss dem Ministerium zugutehalten, es kann selbst noch nicht einmal was dafür. Denn der Grund, dass Millionen an Steuergeldern für eine bessere Ausstattung der Justiz fehlen, sind entweder die ewigen Taktierereien der Ampel, wie beim Hinweisgeberschutz, oder die ewigen Streitereien der Ampel, wie bei der Verbandsklage. Und die Zeche zahlen am Ende die redlichen Steuerzahler. Aber kommen wir zurück zu etwas Erfreulichem. Die Änderungsanträge der Ampel zum Verbandsklagengesetz enthalten einige gute Ansätze. Der Kollege Lieb hat einige eben genannt. Der Kreis der kleinen Unternehmen, die Verbrauchern gleichgestellt werden, wird auf ein gesundes Maß reduziert. Die Finanzierung von Verbandsklagen wird stärker reguliert und die Anforderungen an die Gleichartigkeit der betroffenen Ansprüche werden an die Lebenswirklichkeit angepasst. Gut so und gut, dass die FDP-Fraktion sich hier gegen ihre Koalitionspartner durchgesetzt hat. Diesen erfreulichen Änderungen stehen aber auch einige unerfreuliche gegenüber. Erstens wird der Streitwertdeckel weiter abgesenkt. Aus ursprünglich 500.000 sind erst 410.000 und jetzt 300.000 geworden. Mit Logik hat dieser Koalitionsbasar ehrlicherweise nichts mehr zu tun und mit einer fairen Verteilung des Kostenrisikos zwischen Verbraucherschutzverbänden und Unternehmen auf der anderen Seite auch nicht. Zweitens wird der Zeitpunkt, zu dem sich die Verbraucher einer Verbandsklage anschließen können, noch weiter nach hinten geschoben. Aus dem bewährten Tag vor dem ersten Termin sind erst 2 Monate nach dem ersten Termin und jetzt schließlich 3 Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung geworden. Die erste Instanz wird damit zu einer reinen Durchlaufinstanz. Bis zum Ende des Verfahrens wissen Parteien und Gericht nicht abschließend, wer mit wem worüber streitet. Der Anreiz für einen Vergleich ist in der Instanz gleich null. Ein Vergleich und ein Urteil ist bis zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht möglich. Das wird die Verfahren unnötig in die Länge ziehen. Das erkennt übrigens auch die Bundesregierung. In der Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats lehnt sie den jetzt vorgesehenen späteren Zeitpunkt für die Anmeldung der Verbraucher klar und deutlich ab.
Die bisherige Regelung, schreibt sie, stelle einen sachgerechten Ausgleich zwischen Verbraucher- und Unternehmerinteressen dar. Erst durch die Anmeldung wüssten Gericht und Parteien, welche Einzelansprüche der Klage zugrunde liegen. Dies diene der Rechtsklarheit und einem gerichtlichen Vergleich. Ausnahmsweise einmal richtig, aber scheinbar haben selbst die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion inzwischen jegliches Vertrauen in ihre eigene Bundesregierung verloren. Und schließlich bleiben auch die grundsätzlichen Schwächen dieses Gesetzes bestehen. Es enthält keinerlei Anreize für einen rechtsschutzversicherten Kläger und auch für seinen Anwalt auf eine Individualklage zu verzichten und sich stattdessen einer Verbandsklage anzuschließen. Es hat kein Potenzial, unsere Gerichte zu entlasten. Im besten Fall werden Verbraucher damit künftig mehr Ansprüche geltend machen als bisher. Gut so, aber das bedeutet nicht weniger Arbeit, sondern mehr Arbeit für unsere Gerichte. Und das Gesetz gibt auch wieder einmal keine Antwort auf die Hilferufe der Justiz in Sachen Massenverfahren. Nach 2 Jahren fällt Ihnen einzig und allein eine geradezu mickrige Ergänzung der Möglichkeit ein, ein Verfahren im Fall eines verwertbaren Sachverständigengutachtens in einem Parallelverfahren auszusetzen. Sonst nichts. Und kommen Sie bitte an der Stelle jetzt nicht auf das geplante Leitentscheidungsverfahren beim Bundesgerichtshof. Das ist ein von vornherein untauglicher Versuch, Massenverfahren besser zu bewältigen. Oder, wie es der Deutsche Richterbund geschrieben hat, ich zitiere, das Leitentscheidungsverfahren lässt Probleme von Massenverfahren ungelöst und ist nicht geeignet, um die Zivilgerichte spürbar zu entlasten. Nein, im Gegenteil, es lässt unsere Gerichte weiter im Regen stehen und ihre Hilferufe ungehört verhallen. Fazit: Das Verbandsklagengesetz wird dem eigenen Anspruch und schon gar nicht den großspürigen Ankündigungen der Ampel gerecht. Es ist eine vertane Chance für einen besseren Rechtsschutz für Verbraucher und für eine wirksame Entlastung unserer Justiz. Und deswegen werden wir dieses Gesetz heute ablehnen. Das Wort hat die Kollegin Sonja Eichwede für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Ein gut funktionierender und sozialer Rechtsstaat ist das Fundament unserer Demokratie. Die Menschen müssen ihm vertrauen können, sie müssen sich ihm anvertrauen wollen. Und die Justiz muss auch heute vor neuen Herausforderungen unserer Zeit handlungsfähig bleiben. In diesem Sinne gehen wir heute als Ampelkoalition mit der Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie einen wichtigen Schritt für unseren Rechtsstaat. Für mich und meine Fraktion gilt stets, wer Recht hat, soll auch Recht bekommen. Um dies in Massenverfahren besser gewährleisten zu können, sollen Verbraucherinnen bei ihrer Rechtsdurchsetzung auf Augenhöhe mit den Unternehmen stehen. Denn ein sozialer Rechtsstaat muss dafür sorgen, dass auch die strukturell schwächere Partei ihr Recht bekommen kann. Ebenso muss er dafür sorgen, dass Unrechtsgewinne nicht beim schädigenden Unternehmen verbleiben. Denn Rechtsbruch darf sich eben nicht lohnen in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber der gesamten Bevölkerung, sondern auch eine Gerechtigkeit gegenüber den redlichen Unternehmen, die sich eben rechtmäßig verhalten und am fairen Wettbewerb beteiligen und so unser Land auch durch ihre Leistung mit am Laufen halten. Zu welchen Ausmaßen kalkulierter Rechtsbruch führen kann, hat der Dieselskandal eindrücklich gezeigt. Der Kollege Thorsten Lieb ist darauf eingegangen. Als Richterin habe ich viele Dieselfälle entschieden, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen an den Landgerichten auch. Die Landgerichte waren überschwemmt von diesen Verfahren. Hoch ausgebildete Richterinnen und Richter haben mit vollen Dezernaten, die ausgebildet dazu sind, Lösungen für komplizierte Sachverhalte zu finden, 7 bis 9 Mal am Tag in 20 bis 30 Minuten Takt quasi den gleichen Fall verhandelt. Wir saßen wieder und wieder mit Terminsvertretern im Gerichtssaal und beugten uns über Fotos des tagesaktuellen Kilometerstandes, um die Höhe eines möglichen Schadensersatzes abzüglich einer Nutzungsentschädigung auszurechnen.
Das wurde zu ganz, ganz viel Frust in den Landgerichten. Die Landgerichte wurden zu Durchlauferhitzer, damit die Parteien noch kurz vor einer Entscheidung der nächsten Instanz doch einen Vergleich schließen konnten. Diese Unzufriedenheit in der Justiz, aber eben auch bei den Klägerinnen und Klägern, die nur die Möglichkeit hatten, sich einer langwierigen Individualklage zu stellen und so zu Recht zu kommen, dieses werden wir heute beenden, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Der Dieselskandal ist sicherlich der bekannteste Fall, aber weitaus nicht der einfachste. Denn in einer Welt, in der wir standardisierte und digitale Massengeschäfte haben, die immer weiter zunehmen, nehmen eben auch Massenschäden zu. Diesen müssen wir uns stellen. Hier müssen wir die Justiz dazu in die Lage versetzen, sie zu bewältigen. Es ist eben wichtig, dass unsere Aufgabe hier als Politik auch eine Gestaltung in der Justiz und in dem Handlungsspielraum der Gerichte enthält. Vor diesem Hintergrund haben wir den schon guten Regierungsentwurf in konstruktiven parlamentarischen Beratungen noch sehr viel besser gemacht. Dafür möchte ich insbesondere den BerichterstatterInnen Judith Skodelny, Till Steffen und Luisa Lucina Bode danken. Das ist, denke ich, große Arbeit und sehr gut. Auf einige Punkte möchte ich hier eingehen. Denn wir haben mit diesem Gesetz eine wirkliche Entlastung der Justiz erreicht. Ich denke, ich kann das aus der Praxis beurteilen, sehr geehrter Herr Plum, dass das, was Sie hier gesagt haben, eben gerade nicht zutrifft. Denn wir haben hier die Senkung der Anreize, um Individualklagen selber einzureichen. Und wir gestalten das Verfahren hinsichtlich der Gleichartigkeit der Ansprüche auch flexibler, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Den Zeitpunkt, bis zu dem Verbraucherinnen sich einer Verbandsklage anschließen können, das sogenannte Opt-in, legen wir 3 Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung fest. Damit können Verbraucher sich umfangreicher informieren. Sie haben mehr Zeit, das Verfahren zu beobachten. Und sie können eben auch erst von dem Verfahren gegebenenfalls erfahren, was sie vorher möglicherweise noch nicht wissen. Wir schaffen die Möglichkeit, auch ähnliche Konstellationen in einem Verfahren zu bündeln. Denn trotz Massenschäden können sich Ansprüche in Nuancen unterscheiden. Unterschiedliche Vertriebswege für dieselben Verträge und Leistungen sind keine Seltenheit in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig für die Entlastung der Justiz, dass die Ansprüche nur im Wesentlichen gleich sind. Und zudem haben wir einen Abbau der Bürokratie bei den Verbänden, in dem nur dargelegt wird, dass 50 Personen betroffen sein könnten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz beginnt eine neue Ära der Rechtsdurchsetzung. Mehr Gerechtigkeit für Verbraucherinnen, mehr Schutz für Wettbewerber und eine spürbare Entlastung der Justiz, kurz mehr sozialer Rechtsstaat. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Tobias Matthias Peterke für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, wir sehen vorliegend einmal wieder ein Paradebeispiel des Systems Ampelkoalition. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, um aus tausenden Einzelklagen angeblich einige wenige zu machen. Ungenaues Ziel, falsche Mittel und rein technisch chaotische Umsetzung. So langsam erkennt da wirklich jeder ein Muster. Mit dem Heizungshammer wurden Sie für heute bereits zurückgepfiffen. Lassen Sie bitte auch diesen Streuschuss jetzt bleiben. Es stimmt zumindest, im deutschen Recht wird das Mittel von Massenverfahren zu stiefmütterlich gehandhabt. Der Einzelfallgerechtigkeit wird nicht dadurch gedient, dass sich Parteien und Gerichte mit Textbausteinen gegenseitig zuwerfen. Eine vermeintliche Klageindustrie wie in den USA, die will man dann aber natürlich auch nicht haben. Und dass frühere Bundesregierungen sich ebenfalls nicht gerade mit Kreativität rühmen konnten, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls drückte unsere Ampel die Zeit im Nacken und irgendwie verwechselte man dann wohl auch noch die Anwendungs- mit der Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie. Für EU-Apologeten freilich peinlich, dass man jetzt fast ein Verletzungsverfahren wegen Trödelei bekommt. Als AfD geben wir Ihnen die Empfehlung, lieber einmal Brüssel fristen, entspannt reisen und dafür vielleicht sinnvolle Gesetze für Bürger und Wirtschaft in Deutschland hinbekommen. Dem Ziel, möglichst risikoarm
den Verbrauchern ihre Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen, muss in jedem Fall auch die Herbeiführung von Rechtsfrieden hinzugestellt werden. Unternehmen müssen wissen, welche Verpflichtungen sie abschließend denn treffen. Können Verbraucher bis nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung einer Tatsacheninstanz noch auf- oder abspringen, wird die Relevanz von nachfolgenden Individualklagen vollkommen unübersichtlich. Ganz zu schweigen von einer einseitigen Erhöhung des sogenannten kollektiven Gesamtbetrags innerhalb der Sammelklage. Ob der Nachweis von nur 50 möglicherweise betroffenen Verbrauchern derart vage gehalten sein muss, scheint vor der vollmundig verkündeten Massenrelevanz dann auch wirklich inkonsequent. Die Deckelung des Streitwerts, es wurde bereits gesagt, dass man dem Instrument hier selber gar nicht traut, zeigt eben auch, dass nur 1% der 30 Millionen des Gerichtskostengesetzes hier für diese Deckelung herangenommen wurde. Man ist eben selber hier eigentlich mutlos unterwegs. Und sicherlich sollen damit nicht die Unternehmen beim Unterliegen abgesichert werden, sondern garantiert dilettantische Vorstöße von diesen Verbänden. Verbraucherschutz ist in einer komplexen Konsumwelt wichtig. Auch auf den ersten Blick kleine individuelle Rechtsverletzungen sollen für den Bürger definitiv sinnvoll verfolgt werden können. Der nun vorliegende Regierungsentwurf geht aber zu weit, wenn er eine Zugangsschwelle, wie noch bei der Musterfeststellungsklage, die es ja gibt, kaum noch erkennen lässt. Das züchtet dann genau das heran, was man angeblich so fürchtet, die Klageindustrie. Und bei uns in Deutschland ist es seit einer Weile ja üblich, dass diese dann ohnehin eine Schlagseite bekommt, eine ideologische. Denn welche Verbände werden weiter ausgebaut, gepampert und neu gegründet werden? Das bekannte Gruselkabinett aus Postwachstumsökologie, Verbotsnormwächtern und Deindustrialisierungskreuzrittern. Man darf aber bei Tricksereien und Unlauterkeit im Wettbewerb eben nicht mit Gängeleien und Unzulänglichkeit antworten. Der Antrag der Linken geht abschließend, wie zu erwarten, gleich komplett in die Vollen mit Gewinneinziehung auf Verdachtsbasis, Klagen gleich ohne Verbände sogar, sowie freie Schadenschätzungsbefugnis der Gerichte. Gruseliger geht also immer, besser aber erst gar nicht in irgendeine Geisterbahn einsteigen. Wir sehen uns im September. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Till Steffen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unsere Wirtschaft braucht Fairplay. Der Markt, der muss vor Betrügerinnen und Betrügern geschützt werden, weil ein fairer Wettbewerb ist das, was wir brauchen für eine gute Entwicklung unserer Unternehmen. Und wenn Einzelne sich nicht an die Regeln halten, dann geht das zulasten von anständigen Unternehmen, es geht zulasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern und es geht zulasten des Standorts Made in Germany. Und deswegen gibt es drei wichtige Projekte, die die Ampel sich vorgenommen hat. Das erste Projekt ist der wirksame Hinweisgeberschutz. Das zweite ist die heute verhandelte Verbraucherverbandsklage. Und das dritte sind die Unternehmenssanktionen. Und das kann man sehr schön, die Bedeutung dieser drei Instrumente kann man sehr schön anhand des Dieselskandals erklären, weil ja tatsächlich, man braucht erstmal bei einem solchen großen Unternehmen, wenn es zu solchen Schummeleien kommt, wie es beim Dieselskandal der Fall war, braucht man da jemanden, der einen Hinweis gibt, der überhaupt erzählt, der durchblicken lässt, mit welchen Methoden hier gearbeitet wurde. Das war ja nicht möglich, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern selber das festzustellen, sondern da muss ja jemand sagen, da haben wir was gemacht. Und deswegen braucht es natürlich den wirksamen Hinweisgeberschutz, den wir jetzt ja auch erfolgreich gemeinsam verabschiedet haben. Und das Zweite ist dann eben, wenn es solche Hinweise gibt, und so war es ja hier auch beim Dieselskandal, dass dann irgendwann diese Hinweise auf dem Markt waren, dass dann tatsächlich auch effektive Instrumente da sein müssen. Wir erleben in diesem Beispiel, dass jetzt jahrelang geklagt wird und tatsächlich ist natürlich die ganze Prozessstrategie der großen Unternehmen darauf ausgerichtet, dass am Ende eben nicht festgestellt wird, ob jetzt wirklich hier ein solcher Fehler vorliegt oder nicht, sondern es wird im Einzelnen, im Kleinteiligen versucht, die Leute aus ihren Verfahren rauszukaufen. Was wir aber wollen, ist eine Erklärung für alle diejenigen, die dieses Produkt gekauft haben, damit die dann ihre Rechte entsprechend durchsetzen können und durch die Verbandsklage ja auch tatsächlich dann sofort zu einer Entschädigung kommen. Also hier wird dafür gesorgt, dass der Betrug nicht nur aufgedeckt wird, sondern dass er Konsequenzen hat und dass diejenigen entschädigt werden, die unter diesem Betrug zu leiden haben.
Und das Dritte, und das kann man auch wieder an dem Dieselskandal sehen, wir haben ja jetzt gesehen, es gab die Verurteilung des Ex-Audi-Chefs Stadler. Und man hat gesehen, natürlich funktioniert Strafrecht, es funktioniert auch im Hinblick auf einzelne Personen. Aber die Frage ist, juckt das eigentlich das Unternehmen? Also gibt es eigentlich eine solche generalpräventive Wirkung? Weil ja typischerweise diejenigen Verantwortlichen, die dann vor Gericht stehen, sind ja gar nicht mehr im Unternehmen. Das macht dem Unternehmen ja gar nichts mehr. Und deswegen haben wir auch schon lange darüber diskutiert, dass wir ein solches Instrument brauchen. Und ich freue mich darauf, dass wir, ich gehe davon aus, im Herbst einen entsprechenden Entwurf vorliegen haben. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Clara Bünger für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Linke wollen die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken. Deshalb begrüßen wir die neu eingeführte Abhilfeklage, weil sich hierdurch die Rechtssituation für viele verbessert. So sind der weite Anwendungsbereich, die Aufnahme von kleinen Unternehmen in den Schutzbereich sowie die Kostenbegrenzung für die klagenden Verbraucherverbände sehr erfreulich. Die Hauptziele einer effektiven Verbraucherverbandsklage verfehlen sie aber weitestgehend. Und das, obwohl die EU den Mitgliedstaaten einen weiten nationalen Umsetzungsspielraum überlassen hat. Umso bedauerlicher ist es, dass sie diesen leider nicht ausgeschöpft haben. Stattdessen verschärfen sie die soziale Schieflage, indem sie bestimmte Teile der Bevölkerung ausgrenzen. Als Juristin sage ich Ihnen, Ihr Entwurf wird vor allem denjenigen zugutekommen, die sich das Klagen leisten können oder die komplizierten Verfahren verstehen. Besonders schutzbedürftige Verbraucherinnen wie Senioren, Menschen, die vielleicht keinen Schulabschluss haben oder Menschen mit internationalem Hintergrund werden hiervon kaum profitieren. Deshalb fordern wir mit unserem Entschließungsantrag unter anderem die Einführung eines Opt-out-Verfahrens. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Niederlanden. Dort existiert dieses Verfahren seit mehr als 2 Jahren und wird sowohl von den dortigen Unternehmen als auch von den Verbraucherinnen sehr gut angenommen. Bei einem Opt-out-Verfahren wird auf eine aktive Anmeldung in einem Klageregister gänzlich verzichtet. Damit kann man erhebliche Hürden abschaffen und mehr betroffene Verbraucherinnen erreichen. Das würde insgesamt auch mehr Druck auf Unternehmen ausüben, sich gesetzestreu zu verhalten. Und aus unserer Sicht sind 10 Einzelfälle für die Zulässigkeit völlig ausreichend. Daneben sollte der Gewinnabschöpfungsanspruch in eine verschuldensunabhängige Norm umgewandelt werden. Schließlich sprechen wir uns für die Einrichtung eines zweckgebundenen Sondervermögens aus, damit rechtswidrig erzielte Gewinne der Unternehmen den unterfinanzierten Verbraucherverbänden zur Verfügung gestellt werden können, um ihre Klagen zu bezahlen. Aus diesen Gründen können wir bei Ihrem Gesetzentwurf uns leider nur enthalten. Damit komme ich zum Schluss meiner Rede zu Verbandsklagen und zum Verbraucherschutz. Aber erlauben Sie mir noch einen Satz vor der Sommerpause zur Entwicklung von Menschenrechten vor dem Hintergrund, welches Spektakel wir hier in den letzten 2 Tagen im Plenum gehabt haben. Wir sehen in den letzten Jahren massive Entrechtungen und Angriffe auf hart erkämpfte demokratische Prinzipien und Grundrechte. Neue Polizeigesetze, die es erlauben, Menschen präventiv in Haft zu nehmen, oder ganz neu das GEAS, das faktisch das individuelle Recht auf Asyl abschaffen wird. Gleichzeitig reißt der Sparkurs der Regierung den Ärmsten in diesem Land die Füße weg. Wir stehen doch in Anbetracht des Klimawandels vor nicht weniger als einer sozialen Neuorganisation unseres Zusammenlebens. Das kann entweder im Faschismus und einer postapokalyptischen Hölle oder in einem guten Leben für alle enden, indem wir im Einklang mit der Natur friedlich zusammenleben. Und dafür sollten wir streiten. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Luisa Lecina-Bode das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte ZuschauerInnen.
David gegen Goliath, diese Sage kennen wir alle. Und mir ist wichtig, dass wir jetzt heute dazu kommen, dass sich geschädigte Verbraucherinnen eben nicht mehr so fühlen müssen. Wir setzen heute die EU-Verbandsklagenrichtlinie um. Bei uns das neue Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz mit der Besonderheit eben einer Verbandsklage. Und auch wenn Sie es von der CDU-CSU nicht gerne hören, die Klageart ist ein Meilenstein für den Verbraucherschutz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie wird in Zukunft dafür sorgen, dass Unternehmen, die massenhaft VerbraucherInnen geschädigt haben, in Europa flächendeckend und grenzübergreifend eben auch verklagt werden können und sie viel leichter zu ihrem Recht kommen. Konkret bedeutet das, dass Verbände, zum Beispiel Verbraucherzentralen, eben eine Klage erheben müssen und nicht mehr viele einzelne erhoben werden müssen, wenn VerbraucherInnen im Prinzip gleichermaßen geschädigt wurden. Das ist ja heute auch schon mehrfach erwähnt worden, das Negativbeispiel der letzten Jahre, der Diesel- und Abgasskandal, wo eben viele AutokäuferInnen durch Manipulation dieser Pkw geschädigt wurden. Es wird einfacher in dem Moment, wo der Verband einen Prozess führt gegen solche Unternehmen. Es entstehen Ihnen, liebe VerbraucherInnen, keine Gerichts- oder Anwaltskosten. Und Herr Blum, aus der Praxis müssten Sie eben auch schon wissen, dass auch für rechtsschutzversicherte VerbraucherInnen das natürlich ein großer Anreiz ist, dieser Klage beizutreten, weil die eben diese ganzen vielen Termine nicht wahrnehmen müssen, weil sie die Selbstbeteiligung nicht zahlen müssen, weil sie sich auf den Verband verlassen können, der diesen Prozess eben für sie führt. Und am Ende ist es doch eigentlich immer auch so, dass die Wahrnehmung von Rechten ja ganz oft auch nicht am Mut scheitert, sondern eben am Geldbeutel. Und diesen Konflikt können wir mit der Verbandsklage eben für VerbraucherInnen auch beseitigen. Die sich dann im Klageregister angemeldet haben, die können dann, wie gesagt, abwarten, was der Prozess ergibt. Es gibt einen Vergleich oder am Ende auch ein Urteil und dann auch eben entscheiden, ob sie sich dem anschließen wollen und das für sich gelten lassen wollen. Ein im weiteren Verfahren dann vom Gericht bestellter Sachwalter, der wird dann dafür sorgen, dass der ausgeurteilte Schadensersatzbetrag dann eben auch an alle VerbraucherInnen, die sich zu diesem Klageregister angemeldet haben, verteilt wird. Soweit zu den Eckpunkten. Aber noch mal, auch um auf die Justizentlastung zurückzukommen, die ja wirklich wesentlich ist, was die Verbandsklage angeht, haben wir zwar auf der anderen Seite geschätzt nur 15 Verbandsklagen, die da irgendwie erwartet werden. Was man aber sehen muss, dass die Justiz auch geschätzt von 20.000 Einzelklagen oder Einzelverfahren entlastet wird. Als zuständige Berichterstatterin möchte ich mich auch noch mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen und von der FDP für die aufschlussreichen Gespräche und auch beim Ministerium bedanken. Wir konnten im Rahmen dieser Gespräche aber dennoch dafür sorgen, dass wir den Gesetzentwurf eben nachgebessert haben. Wir haben dafür gesorgt, dass die Anforderungen an die Zulässigkeit der Klage eben abgesenkt werden, indem wir den Verbänden nur noch aufgeben, nachvollziehbar darzulegen, dass 50 VerbraucherInnen betroffen sein könnten. Und dieser Umstand ist noch mal ein Unterschied zu der ursprünglich vorgesehenen Glaubhaftmachung, die doch wesentlich schwieriger und bürokratischer ist. Auch, dass wir den Zeitpunkt der Anmeldung für Sie, liebe VerbraucherInnen, zu diesem Verfahren möglichst weit nach hinten verschoben haben, ist auch sinnvoll. Aus unserer Sicht ist das ein belastbarer Zeitpunkt, an dem Verbraucherinnen und Verbraucher auch entscheiden können, ob sie sich zu diesem Verfahren anmelden, weil nach Schluss der mündlichen Verhandlung eben auch eine belastbare Tatsachengrundlage vorliegt. Man weiß ungefähr, in welche Richtung geht der Prozess, passt er auf meinen Schaden, den ich geltend machen möchte, und hat die Klage vielleicht sogar überhaupt Aussicht auf Erfolg. Der späte Anmeldezeitpunkt, der ist aber auch nicht nur für die Verbraucher, sondern eben auch für die Verbände total sehr wichtig, weil diese eben dann auch die nötige Zeit erhalten, die sie auch brauchen, um diese Klage auch öffentlichkeitswirksam bekannt zu machen und auch möglichst viele geschädigte VerbraucherInnen für dieses Verfahren einzusammeln. Ganz kurz noch, wir haben den Streitwert noch mal nach unten herabgesenkt von ursprünglich 510.000 Euro auf 300.000 Euro. Das macht auch Sinn. Es geht auch darum, das Kostenrisiko eben der Verbände, die Klagen auch klein zu halten und eben auch das, was die Richtlinie möchte, Verbraucherrechtsschutz durchzusetzen, eben dann auch weitreichend möglich machen. Was die Drittfinanzierung angeht, haben wir die parallel in den Fokus genommen. Das war eben auch wichtig, weil in diesem Zusammenhang wir natürlich wollen, dass möglichst die VerbraucherInnen von dem ausgeurteilten Schadensersatzbetrag profitieren und nicht der Drittfinanzierer. Deshalb haben wir das Ganze auf 10% begrenzt, was der Drittfinanzierer am Ende als Leistung erhalten darf. Und liebe Linke, zu Ihrem Entschließungsantrag
Die Richtlinie gibt uns einen Umsetzungsspielraum. Ich hätte mir da auch noch vieles vorstellen können. Aber wir haben nun mal in diesen Gesprächen uns jetzt auf einen wirklich guten Gesetzesentwurf für Sie, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, auch geeinigt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Verbandsklagen sind gerecht. Ich kann mir auch in anderen Bereichen noch solche Verbandsklagen sehr gut vorstellen, weil sie eben auch ein Gleichgewicht herstellen, wo ein Ungleichgewicht besteht. Und deshalb bitte ich Sie heute zahlreich oder wünsche mir, dass Sie dem Gesetz auch zustimmen im Sinne unserer Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich bin mir sicher, dass die Göttin Justitia heute auf jeden Fall ein Lächeln auf ihren Lippen hat. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, als ich Ende April in der ersten Lesung zum Umsetzungsgesetz zur Verbandsklagerichtlinie gesprochen habe, habe ich gesagt, der Entwurf der Bundesregierung ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und ich muss leider jetzt feststellen, nach den parlamentarischen Beratungen und dem Änderungsantrag der Ampelkoalition, dieser Entwurf ist noch einmal deutlich verschlimmbessert worden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, um eines auch für die CDU-CSU-Fraktion klar festzustellen, Verbandsklagen im richtig verstandenen und im richtig austarierten Sinne machen sehr wohl in der heutigen Zeit Sinn. Aber so wie das Instrument der Verbandsklage jetzt justiert wurde durch diesen Änderungsantrag, ist aus meiner Sicht in jeder Hinsicht Maß und Mitte durch die Ampelkoalition verloren worden. Und ich muss ganz ehrlich schon sagen, ich bin enttäuscht. Der Bundesjustizminister Buschmann, der ja in der ersten Lesung anwesend war, hat fleißig mitgeschrieben, als der Kollege Dr. Blum und ich auch ganz konkrete Änderungsvorschläge gemacht haben zum Paragraph 28, zum Paragraph 38, zu den Paragraphen 45 fortfolgende. Und leider ist keiner dieser Änderungsvorschläge, dieser konstruktiven Änderungsvorschläge, die wir unterbreitet haben, jetzt in diesen Änderungsantrag mit aufgenommen worden. Aber nicht nur, dass unsere Änderungsvorschläge ignoriert wurden, auch sämtliche Änderungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer, des Deutschen Anwaltsvereins, des Deutschen Richterbundes und auch der Länder sind vollkommen von der Ampel in den Wind geschlagen worden. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, um auch mal deutlich zu machen, wo die fehlende Austarierung dieses Gesetzentwurfs liegt, Die weitere Absenkung der Streitwertgrenze auf 300.000 Euro entspricht in keiner Weise einer fairen Kosten- und Risikoverteilung zwischen der Klägerseite und der beklagten Seite. Und genauso unreell ist es, dass man den Kläger der Klägerseite, der klageerhebenden Stelle, es ermöglicht, bis 3 Wochen nach Ende der Beweisaufnahme, nach der letzten mündlichen Verhandlung zu entscheiden, ob man sich dieser Verbandsklage anschließt oder nicht. Da liegen ja die Fakten endgültig auf dem Tisch. Das ist wie, wenn das Spielfeld im Grunde genommen bereitet ist und klar ist, im Grunde genommen klar ist, wer das Spiel gewinnen wird, dann zu entscheiden, ob man sich diesem Spiel anschließt oder nicht, das ist ein relativ leichtes Unterfangen. Das, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, hat mit einer reellen, mit einer fairen Verteilung der Risiken zwischen der Klägerseite und der beklagten Seite überhaupt nichts zu tun. Und was aus meiner Sicht auch eine Verschlimmbesserung dieses Entwurfs ist, dass in § 21 die nachträgliche weitere Erhöhung des kollektiven Gesamtwertes möglich ist. Die Beklagtenseite muss schon auch wissen, auf was sie sich einzustellen hat. Und wenn die Verbandsklage abgeschlossen ist und es dann um die Umsetzung geht, dass dann im Nachhinein noch einmal die Gesamtsumme, der kollektive Gesamtwert, der zur Disposition steht, erhöht werden kann, das ist mit Verlaub in keiner Weise fair gegenüber der Beklagtenseite. Und ein weiterer erheblicher struktureller Fehler in diesem Gesetzentwurf ist, und da gehen Sie auch weit über den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie hinaus, dass selbst nach einer abgeschlossenen Verbandsklage noch eine Vielfalt an weiteren Individualklagen möglich sein wird. Und das entspricht genau eben nicht dem Ziel, das auch wir mit diesem Umsetzungsgesetz verbinden, nämlich dass die Justiz in Deutschland entlastet wird, dass es zu einer Effektivierung der Justiz kommt. Es wird sogar zu einer Zunahme der Klagen kommen, dergestalt, wie Sie diese Richtlinie umgesetzt haben. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, um es noch einmal abschließend zu sagen, es ist leider
die Möglichkeit, das Potenzial nicht genutzt worden. Das lag auch an dem Zeitdruck. Sie haben sich 16 Monate Zeit gelassen als Regierung, bis Sie den Entwurf vorgestellt haben. Jetzt war die Eilbedürftigkeit wieder groß. Und natürlich ist es notwendig, das Instrument der Massenfeststellungsklage attraktiver zu machen. Dass nur 33 Klagen in den letzten 4 Jahren eingereicht wurden bei erwarteten 450 im Jahr, ist bedauerlich. Aber mit diesem Gesetz wird dem Wunsch der Attraktivierung der Verbandsklage in keiner Weise Rechnung getragen. Und deswegen werden wir als CDU-CSU diesem Gesetzentwurf die Ablehnung erteilen und die Zustimmung verweigern. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Linda Heidmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der verschiedenen Fraktionen, die Verbandsklage ist ein zentrales verbraucherpolitisches Vorhaben in dieser Wahlperiode. Und ich bin wirklich froh, dass wir diese jetzt vor der sitzungsfreien Zeit hier heute auch noch verabschieden. Und was mich dabei ganz besonders freut, ist, dass es tatsächlich in dem Verfahren, was insgesamt recht lange gedauert hat, aber noch sichtbare Verbesserungen wirklich gerade für die Verbraucherinnen und Verbraucher gab. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Danke sagen, vor allem auch an die zuständigen Rechtspolitikerinnen und an das BMUV für die wirklich intensiven und konstruktiven Beratungen, die zu diesem Ergebnis auch geführt haben. Denn mit der Verbandsklage werden Verbraucherinnen in Zukunft schneller und einfacher zu ihrem Recht, konkret meistens zu Schadensersatz, kommen. Wir wissen alle, die Sommerzeit steht bevor, und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Chaos mit ausgefallenen Flügen, verschobenen Flügen und verloren gegangenen Koffern im letzten Jahr. Die Rechtsexpertin Frau Dr. Weiß hat in der Anhörung gesagt, Fluggastrechteverfahren stehen wirklich archetypisch für Masseverfahren zur Durchsetzung von Rechten von geschädigten Verbraucherinnen. Denn pro Flugzeug gibt es ca. 200 Passagiere. Wenn dabei Verbraucherinnen geschädigt werden, dann kommen auf jedes Flugzeug im Durchschnitt 10 Beschwerden, die sich häufig auf ganze Familien und Gruppen beziehen. Künftig ist es jetzt möglich, dass sich genau diese Menschen dann nach dem Flug in einem Verband zusammenfinden, gemeinsam ihre Rechte einklagen, und die Entschädigung kommt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann direkt auf das Konto. Das ist ein wirklicher Fortschritt, und das können auch Sie hier wirklich nicht bestreiten. Und ich finde besonders wichtig bei der aktuellen Einigung ist gerade für die Verbraucherinnen, dass wir das späte Opt-in haben, dass es wirklich künftig möglich ist, bis zu 3 Wochen nach dem Ende der mündlichen Verhandlung einer Klage noch beizutreten. Wir haben die einfachere Bündelung ähnlicher Fälle in dem Verfahren noch erreicht, und wir haben den Streitwertdeckel auf 300.000 Euro gesenkt. Das macht die Risikoabschätzung insbesondere für die klagenden Verbände auch gut kalkulierbar. Liebe Kolleginnen, heute ist ein wirklich guter Tag für den Verbraucherschutz in Deutschland. Die Verbandsklage kommt, und nicht nur ich, sondern insbesondere auch die Verbraucherschutzverbände freuen sich, dass ihre Arbeit damit wirklich deutlich effektiver wird in Zukunft. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG. Der Rechtsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7631 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 6520 und 6878 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke.
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der CDU-CSU und AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7631 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 7634. Wer stimmt für den Entschließungsantrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.